Hallo und willkommen zurück zu Prison Architect und wir bauen Toiletten. Ganz viele. Ist natürlich eigentlich sehr unpraktisch, so wie ich das aufbaue. Wo man einfach an der Zellentür vorbeispazieren kann und überall sehen kann, wie die am auf der Toilette am Hängen sind. Naja. Egal. Ich glaube, meinen Leuten macht das nichts aus. Immer noch 3.000 Dollar übrig. So, können wir was Neues an... Was ist denn das? Gefängniswertung. Zwei Häftlinge wurden entlassen. Das eine Ding wird ja noch. Dann machen wir Zuschüsse. Was geht denn hier noch? Werkzeugreinigung. Entfernen Sie den Vorrat an gestohlenen Werkzeugen. Entfernen Sie den Vorrat an gestohlenen Waren. Wie geht das denn? Nach einer Reihe von Vorfällen in anderen Gefängnissen, bei der verschiedene Gegenstände entwendet wurden, führt eine Arbeitsgruppe Studien zur Ausstellung von Werkzeugen und Waffen in Gefängnissen durch. In diesem Teil der Studie sollen alle derartigen Objekte aus den Händen ihrer Gefängnisbevölkerung entfernt werden. Muss man eine Razzia machen, oder was? Werkzeug reinigen. Den Vorrat. Was soll denn der Vorrat sein? Da suche ich mal gerade nach. Prison Architect Werkzeugreinigung. Kann mir mal jemand sagen, was ich beim Zuschuss Werkzeugreinigung machen muss? Hab Metalldetektoren und jede Nacht eine Razzia gemacht, aber nichts genützt. Wäre nett, wenn mir jemand erklärt. Einfach laufen lassen, jeden Tag eine gute Razzia und Metalldetektoren, wo sie hinpassen. Und irgendwann hast du auch die letzte verbliebene hölzerne Spitzhacke aus dem Verkehr gezogen. Aha. Das scheint mir aber dann sehr kostenintensiv zu sein. Und davon abgesehen, dass die Leute da nicht happy sein werden, wenn man das macht. Was haben wir denn sonst noch? Rechtliche Vorbereitung 50.000. Scheint Rechtsanwalt frei, der über die Werkzeugklasse Personal eingestellt werden kann. Schaltet viele Forschungsoptionen frei, die ihre Kontrolle über das Gefängnis verbessern. Kleine Zellen. Es gibt Gesetzesvorgaben für die Größe von Zellen, aber stellen Sie sich nur einmal vor, wie viele Zellen mehr schaffen könnten, wenn Sie sich nicht daran halten müssten. Entfernt die Mindestgröße für Standardzellen. Aha. Große Geldmengen zu leihen. Na, vielleicht sollten wir das mal machen. Ermöglicht ihnen Nachbargrundstücke zu kaufen. Das reicht eigentlich, was ich habe. Aber Kredite aufnehmen klingt ganz ordentlich.
Und wenn das nur am Schluss ist, um die 100.000 schneller voll zu bekommen. Zuschüsse. Zellenblock. Werkzeuge, Reinigung. Ein Fernsehen vor. Na, das war das. Fertigungsanlage. 30 Nummernschilder. Dafür muss ich die aber erstmal ausbilden. Besserung durch Bildung. Ja, das wäre als nächstes dann dran. Schicken Sie zwei Hundeführer auf eine Hundepatrouille. Teilen Sie einer Patrouille zwei bewaffnete Wachen zu. Machen wir das mal und dann mache ich hier einfach nur ein Personal. Hundeführer. Sie benötigen Hunde. Dann machen wir das gerade. Waffenkammer müssten wir auch noch bauen dann. Könnte man eventuell ein Stück von dem Lager abreißen und dann eine Waffenkammer draus machen. Fertig. Nö. Bimlim. Waffenkammer und Hundedings. So. Eigentlich kann man. Der hat ja eigentlich keinen Nutzen. Das sind aber auch nur vier Felder, ne? Ich müsste das schon unten machen. Innenbereich, Waffenständer, Spind, Tisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das sollte eigentlich gesichert genug sein in dem Fall. Und was brauchen die Hundetypen? Gar nichts. Kann man die auch hier einfach Patrouille laufen lassen? Wo ist denn der Unterschied? 150 am Tag? 100. Hundepatrouille.
Dann machen wir das anders. Weg mit dir. Benutzen wir die dafür, hier so durchzulaufen. Das ist erfüllt. Dann brauchen wir Waffen. Ist angebunden, passt. Da müssen wir noch haufenweise Türen kaufen. Das Lager ist fertig. Da kommt jetzt eine Waffenkammer hin. Waffenständer, Spindtisch. Der Tisch war riesig. Spind. Ne, wo ist denn der Waffenständer? Da. Kann man nur oben hin. Kann man nicht drehen. Hä? Sieht so aus, als wenn ich nur einen halben gebaut hätte. Ne, der andere ist in der Kiste. Spind. Ja. So, dann bauen wir noch ganz viele Zellentüren. Gefängnistür. Ups. Zuschusszahlung, das war für das Essen. Dann können wir das auch wieder umstellen. Hier nicht. Regeln. Mittel, Mittel, Tagesordnung. So, ich weiß aber nicht, wie man die aufsplitten kann in unterschiedliche Zellenblöcke.
essen. So, aber was machen wir? Planung, Logistik, Nahrung. Naja, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Räume, Zelle. Da oben fehlt noch eine Tür. Ah, die kommt aber noch. So, und damit hätten wir sogar über 100 und damit eigentlich das Ziel erreicht, wenn es nur nach den Typen geht. Da werden auch schon die ersten Leute reingebracht. Zwei Hundeführer auf einer Hundepatrouille, aber das habe ich doch gemacht. Was ich noch nicht habe, sind die zwei bewaffneten Wachen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Das funktioniert. Jetzt tauschen die sich aus. Das ist ja sehr clever. Aber die Hundetypen, die funktionieren nicht. Oder müssen die draußen rumlaufen? Der steht da ein bisschen blöd da mit seinem Hund. Der auch. Zwinger. Hier leben ihre Hunde. Verstehe. 5 mal 5. 1, 2, 3, 4. Das passt nicht.
Kann man hier unten machen. 1, 2, 3, 4, 5. Zwinger. Und da noch eine Tür rein. Hundehütte. Ja, es reichen bei zweien. So. Einsatz. Na gut, wir müssen jetzt erstmal dann dahin laufen. Wieso hat der denn keinen Strom? So, machen wir das halt einfach weg. Da eine Lampe hin. So. Besserung durch Bildung. Da kommen wir dann später zu. Jetzt machen wir erstmal wieder auf 70 hoch. Was haben wir hier noch für Zuschüsse? Da. Werkzeugreinigung, Fertigungsanlage, das ist alles. Langfristige Investition. Warten auf Kapital, 45 Stunden. Ja. Ja, die Kantine könnte schon noch größer sein. Noch um eins breiter. Dann müsste ich die ganzen Tische aber auch nochmal abreißen, um da Platz rauszuholen. Eins nach rechts setzen. Hier unten fehlt auch noch eine Tür drin. Machen wir mal ein so ein Ding testweise. Ich denke, ich habe da noch eine viel bessere Idee. Machen wir mal
Eigentlich ist sowieso keine Essenszeit. Also, von daher. Das machen wir viel schöner. Gibt ja nichts zu essen. So. Und zwar. Serviette ich, die bauen wir jetzt dorthin. Sind die Tische genauso weit breit? Bank. Ich weiß nicht, ob sie sich da hinsetzen können. Da würde dann auf jeden Fall nichts mehr hingehen, es sei denn, wir machen da so eine Reihe. Das will ich aber nicht. Da einzig. Zwei. Mal vier. So. Und dann machen wir Tische dazwischen. Das sieht scheiße aus, weil ich einmal zu viel gedreht habe. So. Und die sehr Wirtzeche. So. Die sind vier breit. Zwei, drei. Dann kann man dann daneben auch noch einen hinstellen. Bank. Ich würde gerne. Da noch ein Tisch hin. Da noch die Bank hin. Das heißt, wir müssten das. Da oben, die kommt weg. Der da weg. Beton. Genau so. Kontostand mindestens 100.000. Ich bin bei 33.000. Hä?
Bürokratie. Theoretisch könnten wir auch Kredite nehmen, ich habe aber keine Ahnung, wo das geht. Tischlerlehre. Hochwertige Betten her. Eine Hochsicherheitsinfrastruktur. Panzerwesten, Taser. Bauen Sie einen Überwachungsmonitor. Platzieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Gefängnis. Erhöhen Sie die Zahl Ihrer Sicherheitskräfte. Das ist aber ja eigentlich ziemlich einfach, so wie das klingt. Da müssen wir halt haufenweise Sachen freischalten und, na gut, einen Monitor da reinzusetzen, sollte ja jetzt kein Problem sein. Fernsteuerung. Panzerwesten. Taser. Gut, das kostet natürlich. Einlieferung hatte ich schon auf 70 erhöht. Gut. Okay, die bedienen sich aber auch ganz gut mit den Westen und so. Überwachungsmonitor. Platzieren Sie Überwachungskameras im Gefängnis. Ja. Dafür hatte ich ja hier die Sicherheit gebaut. Abhöranlage. Überwachung. Überwachungsmonitor. Okay, da brauchen wir noch das da. Und da könnten wir auch wieder mal einen brauchen. Das hier ist fertig. Das ist natürlich kein Hof mehr. Das bauen wir jetzt um zur finde ich nicht mehr. Kantine. Dieses Ding da muss weg. Ach, kaputt. Wobei die Tür auch da scheiße aussieht, ist noch mal anders. Da machen wir da eine Gefängnistür rein. Da eine, da eine. Serviettisch.
Das sieht doch schön aus. So, da haben sie jetzt die Ecke kaputt gemacht. Da muss eine neue Ecke hin. Dann bauen wir da auch mal eine neue Ecke hin. Betonwand. Schwupp. Den Hof müssten wir jetzt ein bisschen umbauen. Kommt drauf an, wie groß man den dann noch haben will. Aber ich würde sagen, so ein kleines Stück, das hier sollte eigentlich reichen als Hof, quasi so eine Kantine. Wenn man das hier abgrenzen würde. Wenn ich jetzt ein Fundament baue, das kostet wieder alles so viel. Naja, aber dafür können wir da ganz gut wieder Sachen absahnen. Diese Leerräume und so. Ja, ich denke, das ist ganz gut so. Könnte natürlich sein, dass da jetzt welche entkommen, wenn ich das da hinbaue. Ach, der Bewaffnete, der macht die Tür nicht auf. Das ist ja doof. Das da gefällt mir nicht länger. Ja, fände ich jetzt schon cool, wenn ihr das zu Ende bauen würdet. Was fehlt denn da noch? Wenn die jetzt alle nach Hause. Ah, jetzt. Okay, dann können wir jetzt dieses Ding hier abreißen.
Wobei, da kann man eigentlich auch Türen reinbauen. Na, machen wir erstmal die Betonwände. Das hier geht da jetzt weiter. Dann machen wir Raum, Hof. Ist der Hof? Okay. Große, schön in der Mitte. Ups, und das gleiche machen wir hier unten auch noch. So. Und dann bauen wir hier weiter Betonwände. Wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Denn der Mitte ist ein bisschen kleiner. Okay, dann machen wir da Gefängnistüren rein. Naja, es ist ein bisschen blöd. Wir machen das anders. Wir machen da eine große Tür, da eine große Tür. Und machen da normale Türen rein. So, dann müssen wir das Ganze versorgen. So, da haben sie wieder was zu bauen. So, Überwachungsmonitor sollte jetzt auch schon lange fertig sein. Naja. Objekte. Überwachungsmonitor. Oha. Türkontrollsystem. Abhöranlage. So, und jetzt muss ich noch irgendwie Kameras bauen.
Überwachungskamera, da war es doch. Okay. Wimmelim. Und hier könnten wir noch Materialien, Gehwegplatten bauen. Kann man nicht kaputt machen? Ne. Ach, Gras. So, dann macht mal. Zahl ihrer Sicherheitskräfte erhöhen. Dann weisen wir denen auch noch direkt was Gescheites zu. Wachpatrouillen. Okay. Blim, geschafft. Vierundvierzigtausend Bewährung. Warten auf Kapital, da gibt es einfach nur Geld. Was können wir noch machen, um jetzt an Geld zu kommen? Zuschüsse. Besserung durch Bildung. Bürokratie, Bildung frei. Unterrichtsraum, 20 Schultische. Dass 10 Häftlinge den Kurs Grundlagenbildung und allgemein, ja, machen wir. Ausbildung. Das ist nicht ein wunderschöner Hof. Oh, die Kameras brauchen Saft. So, dann machen wir jetzt da einen Schulraum rein. Wo ist es? Unterrichtsraum.
Schultisch und Büro Schreibtisch. Keine Ahnung, wie dicht die wieder aneinander sein dürfen. Schultisch, Büro Schreibtisch. Können wir das hier auch direkt machen? Die können wir dichter aneinander bauen. Ich glaube, 20 brauchten wir. Die haben wir hiermit auf jeden Fall. Unterrichtsraum, 20 Schultische, Grundlagenbildung, Allgemeinbildung. So, da haben wir. Das können wir machen. Grundlagenbildung, Allgemeinbildung. Sicherheit in der Werkstatt. Das machen wir danach. So, der Strom hat anscheinend nicht gereicht. So. Da haben wir noch, naja, noch zwei, die. Die bewachen die Türen. Es sieht mir so aus, als wenn die wirklich direkt mit Strom versorgt werden müssten. Naja, es werden die ja auch nicht. Na, wurscht, dann baue ich die da halt hin. So viel kostet es ja nicht. Was für Zuschüsse können wir uns sonst noch holen?
Werkzeugreinigung. Zellenblock C. Ja, Häftlingskapazität auf 100. Kapazität auf 100 haben wir ja schon. Von daher müssten wir das eigentlich direkt bekommen. Ja. Jo, dann werde ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt machen und beim nächsten Mal wird das Ganze dann abgeschlossen, weil ich brauche ja im Grunde nur noch die ganzen Häftlinge reinzulassen und dann ist das Ganze vorbei. Also, bis zum nächsten Mal, dann werde ich auch ein bisschen ein Fazit ziehen, denn ein separates Review werde ich hier nicht machen. Also, bis denn.